Bei Gigabyte habe ich auf der Computex zwei spannende Produkte entdeckt, unter anderem ein neues, sehr flaches und leichtes Gaming-Notebook und eine externe Grafiklösung via Thunderbolt. Schaut doch einfach mal, was es mit den beiden Sachen so auf sich hat. Die Computex 2017 wird euch präsentiert von Zephyr. Das Notebook hört auf den kurzen und knappen Namen X5-MD, setzt unter anderem auf eine Nvidia GTX 1080 mit Max-Q-Technologie. Das ist auch eine Neuerung von der Computex und soll gerade für schlank Gaming-Notebooks gemacht sein. Gigabyte ist eine der ersten Firmen, die das auch nutzt. Was macht Max-Q in aller Kürze erklärt? Die Grafikkarte taktet minimal langsamer als im normalen Betrieb. Die Rede ist von knapp 10-15% Leistungsverlust. Dafür braucht sie aber fast nur die Hälfte an Energie. Logischerweise beim Notebook längere Akkulaufzeiten, leisere Kühlung und natürlich auch kleinere Kühllösungen. Das Ganze wird also deutlich schlanker. Merkt man hier auch beim Notebook: 2,5 Kilogramm für ein 15,6 Zoll Gaming Notebook. Auch von der Höhe her knapp 2,5 Zentimeter, ein bisschen weniger noch. Auch noch mit bei ein 4K IPS-Panel mit G-Sync-Technologie, ein Core i7 7820 HK, PCI Express SSDs und so weiter und so fort. Insgesamt ein Notebook, was für mich einen sehr guten ersten Eindruck hinterlassen hat. Und dann gab es auch noch die Aeros GTX1070 Gaming Box. Ich weiß nicht genau, ob es nur ein Arbeitstitel bisher ist, kann aber sein, dass es durchaus später auch so heißen wird. Worum geht's da? Es ist eine externe Grafiklösung. Davon gab es in den letzten Jahren schon jede Menge Konzepte zu sehen. Auf den Markt geschafft haben es leider nicht allzu viele. Hier scheint man aber schon in einem sehr späten Stadium zu sein. Es gibt sogar schon einen Preis für Deutschland und zwar 599 Euro UVP soll es kosten. Mal schauen, wo es denn später wirklich final im Laden liegt. Hat mir sehr gut gefallen, denn im Vergleich zu anderen Lösungen ist es wirklich deutlich kompakter als zum Beispiel. Asus hat letztes Jahr eine ähnliche Station vorgestellt. Und mit einer 1070 hat man auch schon ordentlich Gaming-Leistung, da reingebracht wurde. Integriertes Netzteil, hat auch noch drei USB-Anschlüsse auf der Rückseite, plus einen Charging-Port nochmal extra, der dann auch Quick-Charge unterstützt. Würde euch der Mann wirklich interessieren, schreibt es doch gerne unten in die Kommentare.